Ich möchte jetzt hier diese Übung erläutern. Das ist eine Hausübung, für die es keine Vorlage gibt. Ja, also hier ist es quasi so, da müssen Sie nochmal, wenn Sie so wollen, quasi mit der AutoCAD-Vorlage arbeiten, jetzt mit keiner von uns. Ja, das bitte beachten. Ich gehe also jetzt hier ins AutoCAD. Halt, wo ist es? Das will es gleich gar nicht. Hier. Das muss man noch schließen. Vorher gegenüber geht es hier auf Vorlage und verwendet in dem Fall die ARCAD ISO DVD, also eine metrische Vorlage. Wichtig ist, das Ganze zu speichern. Ich speichere das jetzt hier ab. In meinem Fall jetzt hier einfach unter Dokumente und muss noch schnell gucken, was das für eine Nummer ist. Gibt es eine Nummer? Ja, dann nenne ich es einfach Hausübung. Also hier, ich nenne es einfach L1 für die erste Lektion. L1 und ja, der dritte Teil, also L1 minus 3 und das dann HA. HA2. Ich glaube, ich zwei Hausübungen, das wäre jetzt die zweite für den dritten Teil. So speichere ich das Ganze ab. Dann sollten Sie sich dann hier die Einheiten nochmal überprüfen. Wir gehen ja auf Zeichenprogramm und hier auf Einheiten und geben jetzt hier die Einheiten an in Zentimeter. Wir arbeiten hier in Zentimeter. Die Genauigkeit können wir sagen, zwei Stellen nach dem Komma, das genügt für Zentimeter. Für einen Hochbau ist ein Hochbaubeispiel. Das haben wir erledigt. Im dritten Punkt kann man noch sich die Metadaten anschauen. Dann gehen wir auf Zeichenprogramm, Zeicheneigenschaften. Hier können Sie jetzt theoretisch dann noch Metadaten eingeben, wie Titel, das wäre dann Hausübung 2. Thema wäre einfach AutoCAD 2D oder CAD, dann muss einfach CAD 2D L1 zum Beispiel, erste Lektion, Auto, nehmen wir mal jetzt hier einfach hier Donald Duck, irgendwas und so weiter und so fort. Ja. Diese Metadaten können Sie dann in späterer Folge auch auf Ihrem Schriftkopf im Layout entsprechend auslesen, sodass sie dann auch erscheinen. Also man gibt die normalerweise immer möglichst zentral einmal ein, projektspezifisch in der Regel und kann sie dann mehrfach in den entsprechenden Planköpfen verwenden. Ja. Normalerweise haben die Vorlagen, die wir verwenden, schon entsprechende Metadaten vorgesehen, die Sie hinten dann auch unter benutzerspezifisch finden und dort können Sie dann Ihre projekt- oder benutzerspezifischen Metadaten noch hinzufügen oder befüllen. Ja, so viel dazu. Jetzt müssen wir noch hier ein paar Einstellungen vornehmen, was das Raster angeht und den Fang. Nochmal ein Blick hier in die Aufgabenstellung. Wir haben jetzt hier also, sollen hier so einen Grundriss zeichnen. Der ist im 12,5 Raster, Hauptlinie aller 4, also aller 50 Zentimeter. Stellen wir das mal ein. Gehen also jetzt hier wieder auf Rastereinstellungen und sagen 12,5 wäre jetzt hier unser Raster. Und Hauptlinie aller 4. Das passt. Blockeditor, das ist auch. Hat er viel Raster? Brauchen wir keins. Rasterbegrenzung anzeigen wollen wir auch nicht. Gehen auf OK. So, jetzt müssen wir noch das Limiten eventuell einstellen. Das, wie gesagt, das ist nicht ganz so wichtig, aber ich mache es trotzdem der Vollständigkeit halber. Und da stellen wir ein, das hier im Minusbereich. Stellen wir vielleicht nochmal 50. Also 50 minus 50 wäre hier. Und hier haben wir dann 587, also 600. Und hier oben 350. Gibt man das ein, also gehen wir auf Format, dann Limiten und nicht 0,0, sondern minus 50, minus 50 wollen wir verwenden und die hatte ich gesagt 600, 300. Dann schalten wir das ganze Limiten noch ein, aktivieren das und haben jetzt unseren Zeichenbereich definiert. Ja, jetzt muss man hier noch die Linienfarbe, die Stich ist 07 und die Linienfarbe soll blau sein. Ja, stellen wir das auch noch ein, gehen also jetzt hier auf Eigenschaften und die Linienfarbe, die Stichstärke wäre 0,7. Das ist dieses und die Farbe, hier ist es nicht von Layer, sondern blau, benutzerspezifisch. Jetzt gehen wir auf Pull-Linie und fangen jetzt hier an zu konstruieren. Das geht hier am Ursprung los, also bei 0,0. Jetzt werde ich hier wieder mit Raster und Fang arbeiten. Mache also noch hier den Raster, das Raster, den Fang an. Raster ist schon an, Fang an. Raste jetzt hier ein und fahre jetzt hier rüber. Mache noch dicke Linie ein, dann sehen Sie das besser. So,
Jetzt hat er mir hier so. Fahre jetzt so rüber, lese die Länge ab. Das wäre dann hier 162,5. Also bei 100, hier sind wir eh schon, 162,5. Fahre jetzt hier um 2 Einheiten nach oben. Hier zurück. Sie können übrigens hier das Otto noch aktivieren, dann ist es immer im rechten Winkel. Das macht bei Grundrissen gerade besonders viel Sinn. Habe jetzt hier eine absolute Koordinate von 275. So. Aufpassen, das ist jetzt ja innen. Okay. Fahre jetzt hier rüber. Habe die nächste Wand, die wäre jetzt hier, die ist bei 400. So, also hier, fahre jetzt hier runter, hat eine Höhe von 187,5. Und hier haben wir jetzt noch einen Abstand von 562,5. 562. Jetzt brauche ich bloß zu fluchten. 275. Und gehe auf Schließen. Ich glaube, ich habe was vergessen, oder? Kann das sein? Ja, genau, das Ding hier. Ja, habe ich leider vergessen. Kann ich noch kurz bei der Gelegenheit zeigen, wie man das noch ins Nachhinein hinzufügen kann. Ich klicke die Pull-Linie an. Klicke jetzt hier auf einen Punkt in der Nähe, zum Beispiel auf diesen, und sage jetzt hier Scheitelpunkt hinzufügen. Und ach so, wir müssen das Ganze jetzt hier auftrennen. Kriegen wir das auch so hin? Dann versuchen wir es mal. Also hier und Scheitelpunkt hinzufügen. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie viel ist das? Das sind 487,5. Wieder Scheitelpunkt hinzufügen. Dann wieder Scheitelpunkt hinzufügen. Das kann ich jetzt hier fluchten. Und habe auf die Art und Weise hier noch das Ganze ergänzt. Ja, genauso können Sie auch Scheitelpunkte wieder entfernen, wenn dann zu viel ist. Ja, Scheitelpunkt entfernen. Und so haben Sie dann auch wieder einen Punkt entfernt. Ja, wenn Sie das haben, was mir jetzt noch nicht ganz gefällt, ist das Limiten. Das ist mir zu weit unten. Habe ich mich jetzt hier vermessen. 300. Aha, okay, 350 müssen wir machen müssen. Ja, das werden wir nochmal korrigieren. Gehen also nochmal hier rein in das Limiten. Dann sieht es ein bisschen besser aus. Einfach nur das Schöne. Das war okay, aber hier 600, auch mal 650,350, dann ist es etwas großzügiger und so sieht das besser aus. Ja, so viel zu dem Zeichnen oder Konstruieren dieses Grundrisses über Raster und Fang.